Und dann ist es in der Regel so, dass ich mich dann halt sabotiere. Zum Beispiel vor der Prüfung baue ich einen Autounfall. Dann kann ich nämlich sagen, wenn der Autounfall nicht gewesen wäre, dann hätte ich die Prüfung ganz sicher geschafft. Ja. Und will mir gar nicht eingestehen, dass ich mir in Wirklichkeit gar nicht zugetraut habe, die Prüfung zu schaffen. Und deswegen, weil ich so unter Druck war, so unvorsichtig gefahren bin, dass ich selber fast diesen Unfall eigentlich auch schon unbewusst auch irgendwie drauf angelegt habe. Und weil sich auf eine gewisse Art und Weise vielleicht sogar unsere Glaubenssätze da ja wieder bestätigen. Also wenn da, auch wenn es Ganz uns nicht genau. bewusst ist, ja, ich kann es eh nicht schaffen, dann, naja, ich hatte einen Unfall, deswegen habe ich es nicht geschafft. Oder, Ganz also damit genau. man sich dem Schmerz nicht stellen muss auf eine gewisse Art und Weise. Ganz genau. Bei Selbstsabotage geht es in der Regel immer um Schmerzvermeidung. Es geht immer darum, Schmerzen zu vermeiden, den Selbstwert irgendwie stabil zu halten. Dieses, wenn ich das und das gemacht hätte, dann hätte es geklappt. Also darum geht es bei Selbstsabotage. Wenn ich der blöde Chef gewesen wäre, wenn mir nicht das blöde Lapsus passiert hätte gegenüber meinen Kollegen, wenn ich in der Beziehung nicht das blöde Satz gesagt hätte oder den Geburtstag vergessen hätte, dann wäre das ja gar nicht passiert. Darum geht es immer. Und das Hochstapler-Syndrom, das ist so ich, für mich ein Spezialbereich außer Selbstsabotage. Es ist Selbstsabotage, das Hochstapler-Syndrom, aber halt so eine Sonderform. Das ist, wenn wir denken, wir sind nicht gut genug. Und wir denken, wir haben unseren Erfolg gar nicht verdient. Zum Beispiel, ich bin als Oberärztin befördert worden. Ich bin auch vom Hochstapler-Syndrom betroffen. Ich hatte wirklich gerade am Anfang sehr stark dieses Thema, oh Gott, irgendwann kriegen die mit, dass ich doch eigentlich überhaupt nicht als Oberärztin geeignet bin. Irgendwann kriegen die mit, dass ich überhaupt nicht das Wissen habe von der Oberärztin oder dass ich nicht das Auftreten habe von der Oberärztin. Und dann, ja, fühlt man sich so ein bisschen wie ein Hochstapler. Und deswegen heißt es auch Hochstapler-Syndrom, weil man sich wie ein Hochstapler fühlt. Man ist keiner, man ist eher ein Tiefstapler, aber man fühlt sich als Hochstapler und hat immer wieder diese Angst, irgendwann fällt den anderen, dass das nur heiße Luft ist. Was würdest du Menschen da jetzt mitgeben, die da noch so richtig gefangen sind in dieser Lüge, sage ich mal, dass sie nicht genug sind, warum auch immer, wegen welcher Erfahrung auch immer, und die dann nicht rauszukommen scheinen und was sie dadurch auch von ihrem Frieden abhält oder von ihrem Glück?